Dann ist das immer so. Dame ist wohl im falschen Dunkel. Noch ein Wort und ich verspreche Ihnen, dass Ihr Kopf diese Bahn da runterrollt. Albtraum hier. Dante spielte wohl erst Bowling und dann schrieb er das Inferno. Wenn das nicht die Hölle ist, weiß ich nicht, wie sie sonst ist. Was machst du hier? Hallo. Oh, ich verstehe. Alexandra, hat sie Betty noch erreicht? Ich hatte fantastische Logenplätze für die Oper HB. Ich habe mir lange überlegt, welches Kleid ich anziehe. Ich habe mich abgehetzt dafür und wieso das alles? Nur um Loretta gegen diese Das werde ich nicht tun. Ronny, bringen Sie der Lady hier ein paar neue Schuhe, Größe 38. Ach, der Mann, 38,5. Was haben Sie bloß, Alexander? Ich habe 38,5. Hier. Oh. Wenn ich daran denke, wie viele Füße in diesen Schuhen geschwitzt haben. Wenn man sie bloß desinfizieren kann. Los, jetzt aufpassen. Hast du zufällig ein Desinfektionsmittel? Tante Alex. Ja? Ich möchte, dass du für absehbare Zeit mein Stimmrecht bei Spalding übernimmst, okay? Wieso das, Schatz? Damit Dad sich nicht nochmal sowas leisten kann wie mit Henry Chamberlain, sonst muss er sich verantworten. Gab es denn zwischen euch eine Aussprache wegen dieser Sache? Nachdem wir uns darüber unterhalten... Bringen was? Ja. Du, Philipp. Du bist unsere Hoffnung. Ich erinnere mich nicht mehr. Aha. Guck mal her, Schatz. Das würde ich gern tun. Ich werde da sein. Alan muss zu spüren kriegen, dass er hin... Das ist eine wundervolle Idee. Danke sehr. Ich würde zu gern eine Party finanzieren. Ehrlich? Das wäre wunderbar. Reden wir darüber. Ja, gern. Ich werde bald im Komitee arbeiten wollen. Ich finde das wundervoll. Ich auch. Was Sie wollen. Mir scheint der Höhepunkt der Party überschritten. Die Nacht geht ihrem Ende entgegen. Die jungen Leute haben kein Durchhaltevermögen heutzutage. Hat Ihnen die Oper gefehlt? Nicht eine Sekunde. Ich habe mich großartig amüsiert. Sie wussten es wieder einmal besser. Vorsicht, das könnte zu heben. Gute Nacht, Alexander. Gute Nacht.